Wenn Spielerberater Jörg Neblung ins Stadion geht, gehört das zum Job. Beim Bundesligaspiel 1. FC Köln gegen den FC Bayern München beobachtet er die Fußballerinnen genau. 5 Frauen hat er in beiden Clubs zusammen schon unter Vertrag. Welche käme noch in Frage? Das sind jetzt alle Spielerinnen, die wir tendenziell schon kennen. Aber auch Leistungsentwicklungen bewerten wir ja. Wenn sich eine Spielerin positiv entwickelt, dann ist das für uns vielleicht auch von Interesse, wo wir sagen können, die wird jetzt vielleicht doch interessant mal für uns. Die Fußballerinnen auf dem Feld sind aber nicht das Wichtigste. Hier ins Stadion, um ein Spiel 90 Minuten 11 gegen 11 konzentriert zu sehen, das ist das eine. Und dann treffe ich natürlich Leute, sowohl die Spielerinnen nach dem Spiel, mit denen ich über das Spiel spreche. Und dann sind die Marktteilnehmer, sind dort ja auch auf der Tribüne. Das heißt, die Sichter, die Trainer, Kollegen vielleicht auch. Also von daher gibt das da einen Basar, wo man sich austauscht. Auch Vanessa Fürst vom MSV Duisburg und Chiara Bücher von Bayer 04 Leverkusen lassen sich von Neblung bereits vertreten, schauen heute gemeinsam mit ihm das Spiel. Ich bin seit 2019 bei Jörg Neblung und grundsätzlich, also es kam halt die Anfrage von ihm, auch ganz überraschend. Und ich habe halt mit meinen Eltern drüber gesprochen und auch ganz viele Gespräche mit ihm geführt, was es mir bringen kann und wofür es halt eigentlich so da sein kann. Und ich habe da drin halt nur Positives gesehen. Ich sag mal, so ein Spielerberater holt schon viel raus. Ja, das ist schon ein Vorteil. Den Wechsel der heute 17-jährigen Chiara zu Bayer 04 Leverkusen hatte Neblung als Spielerberater schon begleitet. Ausnahmsweise schaut er heute beim Training zu. Er ist überzeugt, dass Chiara eine große Zukunft haben könnte. Chiara ist eine sehr komplette Spielerin in ihren jungen Jahren. Hat physische Eigenschaften, die nicht jede Spielerin hat, kann beide Füße benutzen, ist auch schon sehr cool in ihren Aktionen, sehr selbstbewusst, hat diese natürliche Gabe, Situationen zu erkennen und dann eben auch die Ballbehandlung. Die Balltechnik 1 gegen 1, da ist sie stark und im Torabschluss, die Stürmerin, trifft sie in einer Qualität, wie man die in dem Alter oft nicht sieht. Und noch eine wichtige Eigenschaft hat die Stürmerin: Ehrgeiz. Mein erstes persönliches Ziel ist auf jeden Fall, halt Stammspieler bei der Bundesligamannschaft zu werden. Und mein größter Traum ist es eigentlich natürlich, A-Nationalspielerin zu werden. Ich glaube, das ist von klein auf habe ich das als Traum. Los ging das für die junge Frau aus dem Westerwald mit einem Zufall. Also mein fußballerischer Weg begann schon mit 3 Jahren. Da habe ich angefangen im kleinen Dorf mit einer Jungsmannschaft. Habe auch meinen besten Kumpel da. Der hat mich zum Fußballspielen gebracht. Er hat mich einfach gefragt, ob ich mit zu einem Probetraining kommen möchte. Und ja, seitdem bin ich da geblieben. Habe dann halt die ganzen Jahre erstmal nur mit Jungs gespielt. Bin dann irgendwann zu den Mädchen gewechselt, weil man irgendwann nur noch bei Mädchen spielen darf. Ja, und dann halt jetzt seit 2 Jahren spiele ich dann bei den Frauen. Zu Chiaras Beratungspaket gehören auch Personal Trainings, Persönlichkeitscoaching, Spielanalysen. Sehr guter erster Ballkontakt, ja. Und dann mit deinem Tempo, was du hast, fast noch das Foul gezogen. Okay, die Flanke in die Mitte, eigentlich auch sehr ordentlich, aber es hat keine ordentlich mitgelaufen. Ja. Enges Coaching durch ein Beraterteam, das ein Trainer nicht jeder seiner Spielerin geben kann. Hauptsächlich geht es aber, wie bei den Männern, um eins, sagt Neblung. Was die Spielerinnen von uns erwarten, ist, den Markt transparent zu machen. Das heißt, die wollen von uns ein Silbertablett haben, wo dann drauf liegt, wer findet mich gut, wer findet mich nicht gut. Und im besten Falle liegt da ein Vertragsangebot, wo sie darüber entscheiden können. Das ist eigentlich so der Uraufhänger. Und es geht dann weiter bis zu Vermarktung, Sponsoring, Schuhverträge, diese Dinge, die anliegen. Timo Hildebrand und Robert Enke, ehemalige Nationaltorhüter, hat Neblung schon betreut. Er kennt das Geschäft. 40 Spielerinnen und 40 Spieler hat er zurzeit unter Vertrag. Wir werden von dem Gehalt des Spielers bezahlt, allerdings vom Verein. Wir kriegen einen Auftrag vom Verein, mit dem Spieler eine Verlängerung oder einen Neuvertrag anzubahnen. Und dann sind wir in diesem Prozentbereich 7 bis 12%. Manchmal haben wir so in der Presse dann die Schlagzeilen, wenn jemand an der Ablöse partizipiert. Das ist aber nicht die Regel, das ist immer noch eher die Ausnahme. Während es bei den Männern um Millionen geht, sind die Summen bei den Frauen noch überschaubar. Doch auch hier ist es ein Abwägen zwischen Geld, Ruhm und langfristigem Wohlergehen einer Spielerin. Eine große Verantwortung für den Berater. Aber es gibt auch junge Talente, die machen sich einen riesengroßen Druck und gehen auch teilweise an der Erwartung der Eltern und des Umfeldes dann kaputt. Ein Risiko, das Chiara bewusst ist. Neben dem Profisport möchte sie nach der Schule studieren.
Ich habe noch ein anderes Standbein, dass ich halt in die Schule gehe. Ich möchte mein Abitur machen 2023, das ist mein Ziel. Und dann mal schauen, wie es dann weitergeht. Eine gute Einstellung auch mit Spielerberater, denn ob wirklich eine Karriere wartet, hängt von vielem ab. Den Frauenfußball allgemein hält Jörg Neblung für aussichtsreich. Frauenfußball ist ja aufstrebend und es geht weiter nach oben. Mehr Umsatz, mehr Geld, mehr Verlockungen. Es werden mehr Berater auch Einzug halten. Es wird inzwischen schon vermehrt abgeworben. Das heißt, wir werden eine Verrohung auch des Beratergeschäfts bei den Frauen erleben, leider. Ein zweischneidiges Schwert also. Mit dem kommerziellen Erfolg werden wohl auch die Spielregeln im Frauenfußballgeschäft härter werden.